Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML5. So, letztes Mal ging es um Videos, heute geht es um Audios, also Ton, Musik, ja, so Zeug halt. Genau. Funktioniert im Prinzip fast genauso wie letztes Mal die Videos, nur dass wir dieses Mal statt Video Audio benutzen. Das heißt, wir sagen hier Audio und das war's auch schon. Jetzt wollen wir eine Quelle angeben und Achtung, bei der Source, wie letztes Mal auch, ihr braucht in eurem Ordner oder in einem Unterordner hier eine MP3-Datei. MP3 ist aktuell, glaube ich, das einzige Format, das wirklich von allen Browsern unterstützt wird. Ansonsten, ihr könnt auch .wav, also Wave-Format benutzen. Das wird von allen unterstützt, außer dem Internet Explorer mal wieder. Und den benutzt eh keiner, der würdig ist, eure Webseite zu besuchen. Also von dem her könnt ihr Wave benutzen oder MP3, ist euch überlassen, aber dass eh fast alles in MP3 nur noch gibt, MP3 macht schon so irgendwie Sinn. An der Stelle vielen Dank an Breathing Heavily und sein Lied Keeping Promises, ich find's geil. Ich mache nur ein bisschen Werbung, weil ich das Ganze hier auch gerade benutze, aber ihr kriegt's natürlich nicht zu hören, das wissen wir ja. Gut, wir geben hier einfach die Source an, also einfach den Dateinamen hier reinkopieren und den Typ Type gleich audio/mp3. Falls ihr WAV benutzt, dann gebt ihr hier bitte einfach WAV an. Ja, soweit ich weiß, funktioniert es auch, wenn man hier MPEG für MP3 angibt, aber MP3 funktioniert genauso. Okay, ja, und das war es eigentlich auch schon. Ihr könnt jetzt schon euer ganzes Ding abspielen. Ich würde euch allerdings empfehlen, hier vielleicht noch hinzuschreiben, keine Audio-Unterstützung. So, und wenn ich das Ganze jetzt hier neu lade, dann sehen wir, dass wir gar nichts sehen. Weder keine Audio-Unterstützung noch die Audio-File an sich. Das liegt daran, dass wir dem User keinerlei Kontrolle gegeben haben über dieses Teil. Seid bitte nicht so fies, also er hat jetzt auch keine Möglichkeit, das Ganze abzuspielen. Das geht nur mit JavaScript jetzt aktuell gerade. Seid bitte wirklich, wirklich, tut es nicht. Seid nicht so fies und sagt Autoplay auf On und dann keinerlei Controls, kein gar nichts. So hört man einfach nur, dass alles sich abspielt und ich habe gerade nur extrem lauten Ton auf meinen Ohren gehabt. Habe keine Möglichkeit, das Ganze wegzuschalten, das ist wirklich arschig sowas. Deswegen setzt hier vielleicht die Controls auf On und alles ist gut. So, und jetzt sehen wir hier, wenn wir das hier starten, dass wir hier ein, ja wie bei dem Video auch, so ein Teil haben, wo dann anfängt sich abzuspielen. Sieht stylisch aus, Achtung, das ist extra groß, damit ich auch euch alles gut zeigen kann. Also normalerweise ist es kleiner, keine Sorge. So, das sind die Controls, Autoplay sollte glaube ich klar sein, es spielt das Lied automatisch ab, kann man hier auch auf Off stellen. Standard ist Off übrigens bei den Controls auch, leider. Genau. So funktioniert Audio. Wunderbar. So, solltet ihr jetzt Bock haben, irgendwie YouTube-Videos einzubetten in eure Webseite, das ist ja auch sowas ähnliches wie, wie Audio und Video, dann ist es leider nicht ganz so einfach. Und zwar muss man da ein bisschen Umweg gehen über iFrames, die habe ich euch schon mal gezeigt. Genau, das machen wir mit dem ersten Video dieser Serie. Da mache ich einfach mal den Browser hier auf. Ich habe es mal kopiert. Wir sehen es hier, ja, und hier kommt gleich mal schon eine Werbung, tut mir leid. Ja, wir haben hier einen Link oben stehen, youtube.com/? So, und das hier hinten, das hinter V, das kopieren wir uns jetzt. Das ist nämlich die ID von dem Video, die brauchen wir. Machen wir das wieder zu, brauchen wir aktuell nicht. So, und jetzt sagen wir hier, wir wollen ein iFrame haben. iFrame, so. Okay, und die Größe können wir auch angeben, wieder mit Width, wie bei dem Video letztes Mal auch, zum Beispiel mit 640. Okay, und jetzt müssen wir hier in dem iFrame noch unsere SRC angeben, unsere Source, wo wir es herhaben wollen. Und hier geben wir an http://www.youtube.com/embed. Das ist ein bisschen anders wie sonst, genau, Embed und hier kommt jetzt die ID hinten dran. So, und jetzt habt ihr noch die Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen. Also zum Beispiel zu sagen, Fragezeichen Autoplay
gleich 1. Das sollte euch bekannt vorkommen von unseren Forms. Das hier ist auch ein über get ein Formular ausgefüllt, sozusagen von euch per Hand. So, und wenn ihr das jetzt laufen lasst, dann kriegt ihr automatisch hier ein YouTube-Video, allerdings furchtbar von der Höhe her, weil die skalieren nicht automatisch. Das heißt, ihr müsst hier für die Höhe auch noch angeben, wie viel ihr wollt. Und ich glaube, 480 passt da schon ganz gut. So, und jetzt habt ihr sozusagen ein wunderbares Video hier eingebettet in eure Webseite. Ein YouTube-Video übrigens. Okay, wir sehen allerdings... wir sehen da unten. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit ihr auch alles seht. 480 als Breite und 320 als Höhe. Damit es nicht ganz so sehr verzerrt wird. So, wir haben hier unten die Standard-YouTube-Kontrollleiste. Die kann man auch noch verstecken. Und zwar, über die Controls eben. Dann sagen wir hier, der Standard ist Controls auf 1 gesetzt. Wir wollen jetzt hier Controls auf 0 setzen. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Kontrolle mehr. Mein Video spielt sich einfach ab und ihr könnt gar nichts. Doch, ihr könnt hier auf Start drücken, aber danach ist fertig. Theoretisch zumindest. Praktisch habe ich mich vertippt und ich habe Control eingegeben statt Controls. Wenn ich das jetzt nochmal aktualisiere, dann sehen wir hier, dass keine Controls mehr da sind. Sprich, wenn ihr mal auf Play gedrückt habt, dann habt ihr keine Chance mehr, das Video abzubrechen. Okay, ihr könnt doch Pause drücken, aber ihr habt keinen Vorwärts, kein Zurück und so weiter. Das machen viele Leute auf ihrer Webseite ganz gerne. Keine Ahnung wieso, ist halt so. Okay, jetzt muss ich das aber schnell zumachen, bevor ich hier Ärger kriege, weil ich euch Werbung zeige in meinem Video. Das ist, weiß ich nicht, ob ich das darf, ich denke schon. Schaltet sie auch automatisch vor meinen Videos. Okay, aber genug davon. Ja, ich hoffe, ich habe euch mal wieder weiterhelfen können. YouTube-Videos und Audio in HTML5, alles kein Problem. Nächstes Mal geht es um ein paar coole Plugins. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.